Carmen hat gesagt, jetzt ist Schluss. Carmen hat gesagt, mir reicht es. Carmen hat gesagt, das geht so nicht weiter. Ich habe gesagt, womit denn? Mit dieser ewigen Fresserei. Deswegen gibt es heute leichte Kost. Und zwar einen Bratreis mit reichlich Gemüse. Sehr schön. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Und weil Carmen gesagt hat, es muss ganz besonders gesund werden, haben wir hier einen Naturreis. Den habe ich allerdings schon mal gekocht. Dann haben wir Gemüse und zwar eine ganze Zucchini, schon mal klein geschnitten. Dieselbe Menge ungefähr an Kirschtomaten. Die habe ich heute beim Gemüsehändler gefunden. Die fand ich total schick. Und zwar sind das Schlangenauberginen. Davon habe ich zwei Stück hier klein gewürfelt. Das ist so ein handelsübliches kleines Schälchen hier mit den Zuckerschoten. Eine Paprika in kleine Würfel geschnitten, eine Zwiebel in kleine Stücke. Dann haben wir hier zwei Knoblauchzehen, eine rote Chilischote, Salz und Pfeffer, ein gutes Olivenöl und oben drüber, nur für mich, eine schöne Portion Feta. In die schon heiße Pfanne geben wir ein wenig Olivenöl und dann mache ich es wie immer, zuallererst den Knoblauch. Und auch gleich meine kleine Peperoni hier dazu. Das gibt Aroma. Und bevor mir der Knoblauch verbrennt, ihr habt das schon so oft von mir gesehen, ich möchte ja, dass der duftet, aber nicht, dass der braun wird. Bevor der mir verbrennt, genau jetzt gebe ich da schon mal die Zwiebeln dazu. Weil die Zwiebel, die bringt uns wieder Feuchtigkeit. Die gibt uns ein bisschen weniger Temperatur, das heißt, es kühlt hier ab. Der Knoblauch kann nicht mehr verbrennen. Ich gebe da jetzt gleich ein bisschen Salz dazu, weil Salz zieht Wasser, das wisst ihr ja schon. Und dann haben wir ja unterschiedliche Gemüse. Und natürlich fangen wir jetzt mit dem Paprika an, weil das ist am stabilsten. Das braucht am längsten und ich möchte ja jetzt heute, weil wir ja nun ein bisschen auf unsere Funde achten, knackiges, frisches Gemüse haben. Gerade jetzt hier so im Januar, das macht ja Sinn, ne? Gänse haben wir genug gegessen, Carmen, oder? Ja. So, und ihr seht, das bekommt sofort hier ein bisschen Glanz. Das liegt unter anderem auch am Salz. Gebt da jetzt gleich ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer oben drauf, nicht zu knapp. Wenn die Paprikawürfel jetzt hier so ein bisschen Glanz bekommen haben, kommen wir zum nächsten Gemüse. Und das dürfte die Zucchini sein, auch die wird mit angeschwitzt. Bitte mit der Temperatur beim Braten oder beim Anschwitzen nicht heruntergehen. Lasst den Topf und lasst den Herd unberührt. Volle Kraft, damit das Ganze hier auch wirklich schnell geht. Zuckerschoten obendrauf. Carmen, das wird aber ein Essen, ne? Lecker. Also das ist wirklich jetzt mal nach diesem ganzen fettigen Zeug richtig gut. So, die Zuckerschoten bitte auch nur ganz kurz, nur ein bisschen anschwitzen, weil die zerfallen euch ganz, ganz schnell. Ebenso mit der kleinen Aubergine auch, die braucht nicht viel. Kurz ein bisschen Hitze und dann geben wir schon die Tomaten dazu. So, Carmen, du hörst das, ne? Da ist richtig Power hier in meiner Pfanne, weil ich möchte das knackig haben. Das Wasser soll weg. Wir wollen das hier nicht stundenlang dünsten, sondern es soll so ein bisschen Wärme erfahren, Feuchtigkeit abgeben, Aroma darf drinnen bleiben. Und wir kühlen das Ganze jetzt wieder herunter mit den Tomaten. Deswegen sage ich ja, am Herd nicht herumschalten, volle Kraft in die Pfanne, den Bräter lassen, umso besser wird das Ergebnis gleich. Schöne Farben, ne Carmen? Schöne Farbe bedeutet, wir haben noch ganz viele Vitamine erhalten und es ist alles noch knackig. Da geben wir jetzt den Reis drauf. Ein Essen für 4 Personen oder für 2 Tage. Und auch den Reis knuspern wir jetzt nur ein ganz klein bisschen an. Und ich glaube, das ist doch wirklich ein vortreffliches Reisgericht. Um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen, habe ich hier einen wundervollen getrockneten Oregano. Das passt natürlich wunderbar zu meiner Tomate. Hör, wie es knistert, das ist der Reis. Einmal kurz hier so ein bisschen, ich sag jetzt mal antoasten, ne? Dass auch hier die Feuchtigkeit rausgeht.
Und wenn das so ist, dann nehme ich jetzt die Hitze komplett weg. Und jetzt krümel ich nur noch mit den Händen meinen Schafskäse da so oben drauf. Den brauche ich auch nicht mehr überbacken, gar nichts. Das geht jetzt so, wie es ist, direkt auf den Tisch. Das ist wirklich mal, mein Kollege würde sagen, eine schnelle Nummer. Okay, das Schnippeln, das braucht ein bisschen Zeit, aber das kann man ja vorbereiten. Und wenn dann Tischzeit ist, habt ihr gesehen, alles nur zusammenwerfen, 3 Minuten. Naja, okay, sagen wir mal 5. Jetzt wollen wir mal probieren. Langweilig geht anders. Da ist richtig Temperament drin und es ist knackig und es ist scharf. Und der Käse tut das Übrige. Schnelle Küche. Nein, ich vermisse die Gänsekeule nicht. Über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen. Abonniert doch bitte unseren Kanal. Schaut bei Instagram vorbei und bitte nicht vergessen. Wir haben euch lieb. Sowas von. Auf Wiedersehen. Tschüss.